Und hier sind wir auch wieder bei Metroid Zero Mission, ja. Ich kann sprechen. Wir haben das letzte Mal aufgehört hier in dieser netten kleinen Ebene. Mir fällt auch wieder ein, dass ich halt... hier steuerungstechnisch so ein bisschen hier was umändern muss. Oder ändern wollte, sagen wir es mal so. Denn ich habe es umgeändert tatsächlich und oder ich habe es versucht. Da man mir aber erst gar nicht die Option gegeben hat, ist es natürlich ein bisschen blöd. So, hier haben wir auf jeden Fall nochmal einen Energietank, was sehr nützlich ist. Wenn ich mir das gerade richtig durch den Kopf gehen lasse. Ja, hier gibt es noch ein bisschen was. So. Meine sogar, dass ich hierüber zurückkomme. Ja, ich komme so zurück. Hier ist noch ein Speicherraum. Ja, speichern wir mal. Hier haben wir nochmal einen Messer-Container, welcher mir natürlich halt in naher Zukunft doch sehr, sehr gelegen kommen werden. Ich werde... Beziehungsweise, ich habe nur zwei Messer, Super-Messers, was ein bisschen schade ist, aber tatsächlich hilft da nichts. Kann ich überhaupt sehen, wie viele Missiles ich haben sollte? 90. Was natürlich jetzt ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen wird. Vielleicht auch auf 90 halt hochgehen möchte. Ja gut, Ridley ist natürlich schon ein sehr großes Gebiet, muss man sagen. So wie es auch aussieht. Nervt mich da so eine Biene auch noch, ich glaub's aber nicht.
Ach ja. Gib mir Energie. Du ebenfalls. Du ebenfalls. Dann kann ich hier nämlich nochmal schön abspeichern. Wobei ich am Überlegen bin, ob ich nicht sogar ein bisschen die Tastenbelegung umändere. Weil aktuell springe ich tatsächlich mit der A-Taste. Also. So ist zumindest halt die Belegung. Und ich bin persönlich kein Fan davon. Noch mehr Missiles. Super Missiles. Sehr nice. Wobei, ich glaube, ich kann da sogar ein bisschen. Yep. Ich liebe diesen Speed-Up. Moment, hier gibt es etwas? Wo gibt's hier was? Ein Energietank. Das ist sehr, sehr gut. Den können wir auch gut gebrauchen. Okay. War mir klar ja gewesen irgendwo. Ich bin so froh, wenn ich Plasma Beam sonst auch hab.
Okay. Mal eben kurz auf die Uhrzeit gelunzt. Muss ja auch irgendwann mal sein. Messer-Container, sehr nice. So, ein bisschen Energie kannst du mir noch hier geben. Sehr schön. So. Dann haben wir das schon mal. Als auch hier die Gegend. Haben wir hier mit Super Missiles. Mehr Super Missiles sind immer gern gesehen. Ich gehe auch mal davon, dass das hier entsprechend auch nichts weiter ist. Dann können wir hier nämlich auch einfach runter. Haben wir eigentlich... Nein. Okay. Wenn wir in diesem Part sogar noch Ridley sehen. Und noch ein unbekanntes Objekt. Analyse ergebnislos. Objekt mit aktuellem Suit inkompatibel. Und wie auch schon zuvor auch, können wir wieder was kaputt schießen. Dadurch. Und ja, Ridley ist im Grunde genommen eigentlich auch nur ein Witz.
Na, schade. Kriege ich jetzt so auf die Schnelle nicht hin. Aber wir haben Ridley besiegt. Und Ridley zu besiegen ist echt gut. Ich werde hier jetzt auch abspeichern. Denn ich hatte mir auch so vorgenommen gehabt, 20 Minuten Partzeit zu machen. Macht eigentlich in der Regel ein bisschen mehr Sinn als 15 Minuten, meiner Meinung nach. Auch wenn 15 Minuten echt Schnieke sind, sag ich jetzt mal. Die sind schon kompakt. Fürs Aufnehmen habe ich mir doch eher 20 Minuten dann rausgesucht. Finden wir uns hier also wieder. Auch hier geht natürlich wieder alles kaputt. Die Kursostatue möchte uns wohl nicht. Aber das macht nichts. Denn wir können ja hier diesen Weg halt nutzen. Der uns einfach mal hierhin befördert. Und das bekommen wir noch nicht. Aber jetzt kriegen wir es mit der Screw Attack. Verletze Gegner, indem du einen Saltosprung ausführst. Sehr nützliche Fähigkeit. Und ich beende hiermit auch den Part und sage damit bis zum nächsten Let's Play Part. Bloodhacks FB meldet sich ab.